Liebe Geschwister im Islam, ich habe jetzt mit euch ein Hühnchen zu rupfen. Weil man muss sich mal vorstellen, ich kriege manchmal die Frage, darf man einen Freund haben oder darf man eine Freundin haben? Ich sage es euch ganz klar, also so eine Frage, die lässt einem wirklich zweifeln, ob man überhaupt Muslim ist. In dieser Zeit, wo man nur Bikinis rumlaufen sieht, ja, und wo die Frauen rumlaufen nach dem Motto Ausschnitt bis zum Knie, Saum bis zum Kinn. Ja. Man weiß, der Saum ist hier vom Rock. Ja, das heißt Saum bis zum Kinn. Ein Ausschnitt, ja, das hier, bis zum Knie. In dieser Zeit muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Und hier kann ich nur den Tipp geben, dass man nicht überall hinguckt, weil das kann einen wirklich zerstören. Möge Allah uns bewahren. Und jeder sollte Furcht haben, wirklich öffentlich die Sina zu machen. Und ihr könnt euch auch den Vortrag mal angucken, wo ich da explizit drüber geredet habe. Intimitäten vor der Ehe. Dies soll nur eine kurze Aussage sein. Allah sagt im Koran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ja? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Kommt der Zina nicht nahe, denn die ist eine Schändlichkeit und ein übler Weg. Und es gibt wenige Sünden, wo Allah sagt, explizit, kommt dieser Sache nicht nahe. Denn hier weiß Allah, dass der Mensch einen starken Instinkt hat für das andere Geschlecht. Und wenn man der Sache zu nahe kommt, dann wird der Scheitan einen wegziehen. Der Prophet a.s. sagt, مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً أَدَرُّ عَرَى رِجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Ich habe nach mir keine Fitna gelassen, die vernichtender ist für die Männer als die Frauen. Und das kann natürlich auch sein, dass für die Frauen keine größere Fitna gibt als die Männer. Aber das heißt, hier muss man Abstand nehmen. Man muss vielleicht heiraten, man muss das Gebet vollziehen. Aber man muss an allererster Linie gewillt sein und den Willen haben, dass man davon Abstand nimmt. Denn ansonsten fällt man rein. Und man muss wissen, dass diese Sache ein Weg in die Hölle ist und möge Allah uns davor bewahren. Ja, weil das Problem in erster Linie liegt darin, dass man ein falsches Bewusstsein hat. Man denkt sich, weil so viele Leute Zina machen, kann ich es ja auch machen. A'udhu billah. Und ich sage dir nur eins, hier für die Brüder insbesondere. Stell dir vor, deine Schwester würde das machen. Stell dir vor, du würdest deine Schwester erwischen. Liebst du es, dass du es mit der Schwester von einem anderen machst? Oder dass du irgendeine Käfirfrau behandelst wie ein Stück, weiß ich nicht. Das heißt, dies ist eine Schändlichkeit und bei Allah verhasst. Und Allah hat mehr Eifersucht als du. Mehr Eifersucht als du über deine Mutter oder über deine eigene Frau. Das heißt, du verabscheust es, wenn jemand mit deiner Frau Zina machen würde. Wenn jemand mit deiner Mutter Zina machen würde. Oder mit deiner Schwester Zina machen würde. Allah hat mehr Eifersucht als du. Und Allah sollst du über alles lieben. Willst du so eine Sünde machen, die bei Allah Zorn erregt? Deswegen überlegt euch das. Aber die Lösung, um davon wegzukommen, ist, dass man in erster Linie das Gebet vollzieht. Wenn man kann, dass man heiratet. Aber an erster Stelle auch, dass man sich vornimmt, nicht in diese Sache reinzufallen. Und ich sage euch hier, schaut auf unserer Internetseite, auf meiner Internetseite, www.einladungzuparadies.de beziehungsweise www.muslimtube.de, ja, oder www.piavogel.de. Schaut euch auf dieser Seite den Vortrag an Intimitäten vor der Ehe, beziehungsweise Zina. Schaut euch das genau an und bittet Allah um Rechtheit. Und möge Allah uns alle vor diesem schlimmen Weg bewahren. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.